Jetzt allerdings fahren wir weiter zu Burger King, weil da, ihr Schweine, gibt es einen neuen Chili Cheeseburger mit mehr Käse drauf. Den holen wir uns jetzt, den probieren wir auch und dann geht's zu KFC. So, auf geht's jetzt zu Burger King. Da vorne ist Burger King direkt. Holen wir uns den neuen Chili Cheeseburger. Die haben anscheinend einen neuen Chili Cheeseburger. Der soll eigentlich mehr Käse haben hier und da. Den nehmen wir auch noch schnell mit. Zu Burger King hier. Einmal rein. Ey, scheiße, will der raus oder was? Da, seht ihr ihn? Chili Cheese. Das ist der neue hier. Chili Cheese mit extra Käse angeblich. Mit Chili Cheese Soße auf dem Burger. Boah, mit Chili-Cheese-Soße darauf, das finde ich sehr, sehr geil. Oh, das wird geil. Ich freue mich drauf, Alter. Boah, guckt euch mal das Chili-Cheese-Erlebnis hier an. Ey, Leute, das ist ja wirklich das Chili-Cheese-Erlebnis. Kann man zoomen hier über diese App. Da links, Leute. Oh, das gibt Double Cheese. Oh, einmal mit einer Tomate. Es gibt zwei neue Cheeseburger. Ich dachte, so ein kleiner Scheißburger. Ah, die haben jetzt zwei neue Burger rausgebracht. Oh. Brot mit Soße, auch immer, geht immer, Digga. Das ist doch Tomaten mit Soße, Kilo, verpiss dich. Raus hier, mein Freund, raus hier, dass du noch hier bist. Soßen sind geil, Soßen sind das Leben. Aber ekelhaft, ich mag Ivanio. Ey, ich mag Ivanio. Magst du wirklich Ivanio? Ivanio mag aber Soßen, ne? Soße muss. Außer Döner, boah, ich finde sogar eine Soße ist, also ich habe gehört, bei Fetterdöner, da war ich auch schon mal, da habe ich aber Soße damals. Ganz oft bei Fetterdöner ist ja so, also dieser beste Döner der Welt, wo alle sagen, da sollst du keine Soße nehmen, weil das Fleisch so saftig ist, dass es die Soße sogar ersetzt. Aber seid mal ganz ehrlich, Leute, wie oft habt ihr in eurem Leben schon mal einen scheiß Döner gehabt und ihr habt das kompensiert. Anders kann man sich sagen, ihr habt es kompensiert durch eine geile Soße und dadurch wurde der Döner halbwegs essbar. Und das ist mir schon so oft passiert, das ist so richtige Standard-Rotz-Döner, dann haust du da eine Soße rein, am besten noch Knoblauch aus Berlin und die Scheiße geht gut. Deswegen finde ich, Soßen sind ein bisschen so ein Schummler, aber die können echt so viel retten. Ne? Hatte noch nie einen Döner. Hör auf. Kann nicht sein. Oh Leute, Chili-Cheeseburger oder was? Also nicht dieser Standard, sondern mit Chili-Cheese-Soße. Und der eine ist mit Beef, der andere ist mit Chicken. Ach Digga, ich bin im Himmel. Leute, warum ist denn, ich verstehe Madeira nicht, Digga. Warum gibt es irgendwie ständig ein neues Fastfood? Es ist verrückt, Alter. Ich bin extrem wählerisch bei Essen. Boah, ich muss sagen, ich nicht so unbedingt. Das merkt man, glaube ich, auch. Ich probiere wirklich alles mal zu essen. Ich habe natürlich auch meine Sachen, die ich nicht mag, wie Oliven oder Tomaten oder so. Aber ich würde dir empfehlen, probier einfach mal alles aus. Klar kannst du wählerisch sein, aber am Ende des Tages, Digga, wenn wir alle, wenn wir in den Krieg kommen, muss ich die Ratten essen. Das bin ich bereit, nicht drauf vor. Ich nehme jetzt mal Döner nur mit Tomaten steht da. Ich habe auch Black Pudding. Oh, hört auf. Ach, Black Pudding ist böse. Okay, Leute, es geht los. Mein Portugiesisch wieder. Hola, hello. Hola, boa tarde. Boa tarde. Can I have the chili cheese single? No, double. 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 Yes. The menu with chips and drink. Can I have a Coke Zero? One moment, please. Yes, no problem. That's also. No, can I have also the chili cheese with crispy? Okay. And drink. This time, can I have Fanta? Yes. Perfect. That's all. Yes. Do you have something other new things or is this the only ones? Oh, can I have the Italian sticks? Hi. Hello. Can I help you? Yes. Can I? You have been the order, please. What? We like cheese chili veggie, right? No. Chili cheese single and chili cheese crispy. All right. And Italian sticks. And Italian sticks. Yes. Drink, it's two Fanta, right? No, one Fanta and one Coca Zero. Okay, it's okay. And Italian sticks, we have three. We like six. No, three. Three? Yes. We like anything else, sir? Yeah, perfect. Everything. You can go on to the wing number one, please. Thank you. Thank you. Oh, das war ja ein anstrengendes Gespräch, Digga. Einfach Mitarbeiter gewechselt. Gibt es noch Madeira Onion Rings? Ja, natürlich. Aber es gibt jetzt was Neues, Leute. Crispy Burger plus es gibt sogar noch Italian Sticks. Also Mozzarella Sticks, aber Italian Style. Digga, der Bruder hat einfach aufgegeben. Ja, hab ich auch gedacht. Ne? Habt ihr auch gemerkt, der Typ hat gar keinen Bock mehr auf mich. Dachte ich einfach so. Ja, ich merke gerade, ich bereue die Cola. Wisst ihr auch warum, Leute? Ich trinke ja kein... ich trinke Koffein. Ich trinke Koffein und ich habe jetzt Cola bestellt. Wisst ihr, ich habe keinen Bock am Ende noch bis 20 Uhr wach zu sein. Lieber nach Asien reisen oder USA? Ui, gute Frage. Boah, also videotechnisch, oh, das ist gemein. Japan wäre ja auch ultra interessant. Boah, das ist eine richtige Scheißfrage. Also eine schwere Frage. Also eine gute Frage, aber es ist sehr schwer zu beantworten. Asien würde ich, glaube ich, als Urlaub geil finden. Also sagen wir ohne YouTube und so. Aber als viele schreiben von euch Asien. Ich muss sagen, videotechnisch wäre, glaube ich, USA aber interessanter. Sage ich, glaube ich, ehrlich. USA ist ja gigantisch riesig. Digga, du hast ja, wie viele Staaten du da hast. Also wie lange das alles geht. Weißt du, Digga, der vor mir, ne? Ich weiß nicht, wie lange der braucht. Aber der braucht ein bisschen. Dann fliegt wieder nach USA. Ja, lass dich überraschen. Ich habe auf jeden Fall noch die teuerste Pizza der Welt essen. Da habe ich den Laden schon rausgesucht. Und wir müssen noch mal eine Woche Burger machen in Amerika. Und das müssen wir machen. So, mein Essen jetzt. Komm, fahr mal vor, jetzt ihm. Oh, der hat aber gut viel bestellt, Digga. Der hat sich zwei Tüten Essen bestellt von Burger King. Bruder, der wird einen guten Abend haben, sagen wir mal so. Hast du die Wohnung gekündigt? Ja, meine Wohnung ist gekündigt bis zum 1. August. Aber das habe ich eh geplant. Also, ich kann euch jetzt schon mal sagen, Leute, es war eh geplant. Oh, scheiße, mein Essen. Hola. Hola, boa tarde. Ah, perfekt. Obrigado. Duas colas e um assim. Assim do meu. Uma garrafa d'água, então. Não. Duas meninas? Quero uma.
So Leute, ich muss hier warten, weil der Brie hat neben mir irgendwie Probleme, hat die falsche Bestellung bekommen und ist sauer. Jetzt kann ich nicht weiterfahren. Nee, die sind nicht am Streiten, aber der eine hat Eistee anscheinend bestellt, aber hat Cola bekommen. Jetzt ist er sauer und will halt natürlich seine Cola haben. Jetzt kriegt er sie gleich, dann kann ich weiterfahren. So, Fenster auf und grunzen. Nein, der ist schon weg. Bin ich so cool, Leute. Manchmal trau ich, muss ehrlich sagen, manchmal bin ich so einer, ich trau mich so aus der Öffentlichkeit so und Leute so abfuckt. Manchmal bin ich auch wieder so ein bisschen so. Ich muss sagen, im Auto fühlt man sich aber immer ein bisschen versteckter. So, fahren wir jetzt vor hier. Hallo, die Leute wollen Burger King sehen. So, ihr Schweine. Oh, Digga, zweimal Pommes schon wieder hier. Wie kann man sagen, McDonald's Pommes sind besser? Ihr schmeckt euch, was ist los mit euch? Wer von euch das sagt, ne? Oh, so heiß, aber so lecker. So kartoffelig. Digga, die Pommes bei Burger King sind so kartoffelig, bisschen größer, bisschen dicker. Ist hier auf dicke Sachen. Ich hab heute so wenig gegessen, ne? Leute, ich hab so Hunger. Ich werde euch hier so fett machen, ey. Boah, Burger Pommes geil. So Leute, wir haben zwei Burger, wie ihr sehen könnt. Zwei Burger. Dazu haben wir Sticks. Also neue Mozzarella Sticks. Alter, ich brauch noch eine Pommes. Alter. Ey, die Pommes von Burger King machen ja richtig süchtig, Alter. Vegan! Also das ist der neue Chili Cheese Burger bei Burger King hier. Und der ist viel größer und dicker. Aber, oh Digga, was ist denn nur los? Was ist denn nur los mit den Leuten? Guck mal, hier ist auch so eine Chili Cheese Soße drauf, aber... Ey, was ist das? Sogenannte Ochsenherztomaten. Warum sind die so groß? Bitte. Nein, man isst. Warum? Warum? Warum machen sie so viele Tomaten auf mein Essen? Ich möchte nicht. Ich will eigentlich ohne Tomaten bestellen, aber ich schwöre, die würden das nicht schaffen. Moment, die Moment, fällt alles hier hin, Alter. Ach man, hör doch auf. Tomaten immer reinzudrücken. Also, es gibt ja auch in Deutschland den Chili-Cheese-Burger, das wisst ihr ja. Allerdings ist das hier jetzt das Special, dass du nicht nur Käse hast, sondern du hast anscheinend auch ein Crispy Patty plus du hast halt einfach noch diese Chili-Cheese-Soße. Das ist super, super nice. Moment, hier ist noch Tomatenreste, Alter. Das kurz runter machen. Ja, sorry, Leute. Tomaten. Ich schwöre, Tomaten versorgen mir das. In Portugal heißt keine Tomaten, also wenn du keine Tomaten möchtest, musst du sagen Sem Tomatos. Das finde ich gut, finde ich gut. So, ihr Schweine, jetzt. Jetzt können wir reinhauen. Oh, mit Crispy Chicken. Boah, der ist null knackig, aber Mutter. Oh, Alter. Aber das ist gar kein Chicken, das ist Beef. Und das ist ein Rösti. Oh, boah, ist der käsig. Da kommt Käse aus jeder Ecke raus. Mm. Oh. Alter, der Burger ist pures Fett mit Käse und Rösti, also Kartoffelpuffer. Oh, ist das geil. Alter, hör auf. Hör auf, so lecker zu sein. Mm. Oh mein Gott, ist so lecker. Oh, du Mutter. Oh, ist der gut, Scheiße. Oh, der ist so lecker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der ist so lecker, Leute. Ich schwöre, ich verarsche nicht. Der sieht nicht zwar allzu gut aus. Scheißegal, der schmeckt Hammer. Ich schwöre euch, du hast so eine käsige Intensität. Du hast so eine geile, käsesahnige Soße. Dazu... Oh, das ist... Ah! Scheiße, ist der gut. Der ist Digga, was habe ich denn hier bestellt? Oh, scheiß Tomaten, Digga. Ah, oh, Moment. Oh. Oh, der ist so lecker. Oh, der ist so lecker. Ach, du Scheiße. Leute, der ist so lecker. Du hast hier Double Crispy plus Rösti plus Käsesoße plus Chili Cheese Soße. Oh, Junge, beiß doch rein. Die Leute gesagt haben, ist eklig vom Aussehen. Ja, beißt rein. Es muss ja nicht immer schön sein im Außen sein. Weißt du, ich fand äußerlich sieht auch nicht gut aus, aber innerlich habe ich die Werte, sage ich euch. Innerlich schmecke ich wie ein guter Mensch. Nein, wirklich, der sah nicht so gut aus, ich weiß, aber der hat wirklich, die Leute, jetzt hat wirklich so scheiße gut geschmeckt. Mal wirklich, Leute, das hat richtig gut geschmeckt. Die Käsesoße, die Chili Cheese Soße ist hammermäßig. Oh, das ist Crispy Chicken. Oh, hör auf, Digga. Ich schwitze so sehr. Oh mein Gott. Scheiße, das ist so gut, Digga. Oh mein Gott. Ist das gerade lecker? Das ist so gut, ne? Oh, das ist so lecker, Digga. Ich will ein Kind mit dir machen. Ich möchte dich nehmen und lecken. Ich möchte dich aufessen. Oh Gott, das ist so lecker. Das ist so lecker. Ich schwöre euch, es ist so gut. Du hast diesen geilen Crispy-Dinger, die man kennt, ne? Auf dem Burger, Digga. Dazu hast du einfach Käse, diese Chili-Cheese-Soße, die besondere, die den Burger so ausmacht. Plus noch ein Rösti drauf. Ich leg's jetzt weg, weil es einfach zu viele Kalorien sind, aber es ist so lecker. Ach du heilige Scheiße. Was hat Birkin da rausgehauen? Das ist ja verrückt. Und jetzt noch die Mozzarella-Sticks, ne? Ach, hammermäßig. Alter, hammermäßig. Und jetzt sogar noch die Sticks hier. Ach, hör auf. Oder? Glaubt ihr, ich krieg's hin? Diesen Move? Hey!
Hä, warum schmeckt die so scheiße? Also du hast einen Mozzarella-Stick und innen hast du so Gewürze, so italienische Gewürze. Boah, oh, der schmeckt ja fürchterlich. Oh, das ist, oh, die Gewürze sind schrecklich, Digga. Oh, nee. Oh, im Vergleich zu dem ist ja gar nichts. Oh, die Mozzarella-Sticks sind scheiße, sag ich ehrlich. Boah, die sind, sagen wir es mal nett, die schmecken übertrieben scheiße. Naja, wirklich, boah. Mit Soße, ich hab leider keine. Also das ist ja der letzte, ah, nee, hör auf, Digga. Mozzarella-Sticks sind eigentlich sehr, sehr geil, aber die fand ich jetzt gar nicht gut. Boah, die waren jetzt richtig schwach. Der hätte mehr Tomatengewürze. Der hätte wahrscheinlich wirklich sehr, das ist italienische Gewürze, was an sich ja nicht schlecht ist, aber die haben gar nicht gut geschmeckt, Digga. Boah, ihr Schweine. Alter, Burger King hat mich umgehauen. Burger King war unfassbar. Boah, ihr Schweine, es wird der Wahnsinn, Alter. Nee, ich schmeiß mir keine Sorge. Ich hab heute den ganzen Tag nichts gegessen, ich werde das schön mit nach Hause nehmen. Aber ich will jetzt alles reindrücken. Sonst bin ich zu voll. Wir machen hier eine Fresstour, ne? Die ist kriminell, sag ich euch. Die ist kriminell. Also Burger hat mich gerade in ein anderes Universum gehauen. Das war so lecker. Also das war so eine gute Chili Cheese. Das war nicht mal lecker. Das war einfach gut. Aber Leute, echt krass. Also ich muss sagen, jeder, also mögt ihr eigentlich Chili Cheese? Ich hab vergessen euch zu fragen, tut mir leid. Mögt ihr eigentlich Chili Cheese? Also ich meine allgemein. Ich muss sagen, ich mag Chili Cheese sehr gerne. Aber das Krasse gerade war ja, das war ja eine Chili Cheese Soße, die unfassbar geil war. Das war so eine sahnige, geile Dinger. Chili Cheese 10 von 10 gibt's fast nichts Besseres. Ey, geil. Also ich muss sagen, viele von euch, kann auch nie probieren. Ey, Magamanio, was ist los hier? Der von Max ist besser. Ui, da muss ich auch sagen, der von Max ist glaube ich auch besser. Aber der von Burger King, der neue, mit diesem geilen Cheese-Soße viel zu gut. Der ist viel, viel zu gut. Extra Long Cheese, okay, best. Ja, Mann, der ist sehr, sehr geil. Aber Leute, ich bin gerade so geflasht. Ich glaube, weiß nicht, ob die KFC-Pizza so reinhauen kann, weil Burger King gerade war so abnormal lecker, ne? Das war nicht mehr normal, Alter. Heilige Mutter Maria, war das. Oh, war das gut. Oh, war das gut. Aber was soll's, Leute?